Servus, hallo zusammen und moin! Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um das Thema Barfußschuhe. Der Barfußschuh-Test Herbst-Winter läuft ja nach wie vor. Dieses Mal geht es um das Thema Tragekomfort allgemein. Ich fange wie immer mit der grundsätzlichen Reihung an, ganz von vorne. Tragekomfort, vielleicht noch ganz kurz, Notenspreizung ist nicht so groß, die geht von 1,2 bis 2,5 ungefähr. Wir haben drei Schuhe, die aus meiner Sicht einen sehr ähnlichen, vergleichbaren Tragekomfort haben. Das ist einmal der Leguano, der Cosmo, das ist der Flughund von Wildling Shoes und als dritter im Bunde natürlich der Marone von Wildling. Die beiden teilen sich quasi Platz 1, das Siegertreppchen, wenn man so möchte. So, muss ich hier wieder abstellen, damit ich gleich wieder Zugriff drauf habe, wenn ich zu den einzelnen Schuhen was sagen möchte. Dann kommen fast gleich auf die beiden Soulrunner Schuhe. Einmal hier, das sind natürlich genau die falschen, einmal hier den Surtur Black und den Hati. Und dann folgen der Winter 2.0 von Bilenka. Und jetzt gehen wir die Arme aus, hier kommt der Nevada Neo Black. Wie gesagt, alles einigermaßen innerhalb von 1,3 Notenschritten auseinander, aber dennoch gibt es Unterschiede. So, jetzt muss ich aufpassen, dass mir die Schuhe nicht runterfallen, die da unten auf meinem Schoß nämlich sind. Man muss hier ein bisschen tricksen. So, dann schauen wir uns das Ganze doch mal im Detail von oben her an. Wie gesagt, drei Schuhe haben wir, die gleich abgeschnitten haben. Das ist einmal der Leguano, der Cosmo. Das ist ein sehr leichter, sehr angenehmer Schuh. Platz für die Zehen ist super da. Da hat sich's überhaupt nichts. Sitzt dadurch, dass sein Futter hat, vielleicht ein bisschen fester als die normalen, wenn man Sommerschuhe davon hat. Ist aber wirklich total angenehm zum Tragen. Was besonders gut ist, der lässt sich total schön schnüren. Der hat relativ gute Schnürsenkel, die laufen unheimlich gut durch diese Ösen, die man hier sieht. Und da ist zum Ein- und Aussteigen, also da muss man nicht jetzt erstmal so Öse um Öse oder Ösen um Ösen so auseinanderdrehen, sondern das geht echt relativ gut, muss ich sagen. Ist wirklich, die laufen total schön durch die Ösen, die Schnürsenkel. Und damit ist der wirklich sehr gut zu binden. Komfortgefühl sehr gut. Zum Autofahren vielleicht noch ein Satz, durch diese dünne Sohle, also wenn man jetzt sagen wir mal 300, 400 Kilometer am Stück Auto fährt, dann merkt man das Gaspedal schon ganz deutlich, wenn man mit dem Tempomaten fährt, aber das ist einfach diese dünne Sohle, die halt unheimlich drucksensitiv ist und genau da den Druck durchgibt, wo er natürlich am Fuß ist, merkt man das mit dem Schuh am stärksten, aber ansonsten ist das ein wirklich toller Schuh zum Wohlfühlen drin. Ähnlich, von der Benotung sogar identisch, sind die beiden Wildlingsschuhe. Das Schöne ist halt, beide tragen sich total angenehm. Die sind extrem leicht, doch den Stoff hat man zum Teil das Gefühl, man hat überhaupt keinen Schuh am Fuß. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Du hast viel Platz vorne für die Zehen, beim Abrollen genügend Platz vorne. Das Einzige ist, dass er von der Optik, vom Gefühl her nicht ein bisschen lapprig vorne wirkt. Was bei beiden so ein bisschen ist, die haben zwar auch hier diese Ösen, aber das sind so ganz normale, ganz klassische Stoffschuhbänder, was nichts Schlechtes ist, aber wenn man die aufkriegen möchte, dann muss man schon so Stück für Stück für Stück aufmachen, dass man rauskommt und beim Zuziehen dann auch ordentlich von unten schön nach oben hoch tun. Da kann man nicht einfach oben ziehen und noch so ein bisschen nachmachen und dann ist man drin. Braucht man ein bisschen mehr, ist zum Einstieg okay, aber einfach geschuldet der Art der Schuhbänder. Komfort ist sehr gut, kein Druckgefühl, wie gesagt, das ist alles vergleichbar wie bei Leguano. Man hat sogar hier vielleicht noch ein bisschen das Gefühl, dass man noch weniger Schuh am Fuß hat. Autofahren damit nicht ganz so problematisch, weil Schuh ist ein bisschen fester mit dieser durchgehenden Sohle. Dadurch spürt man den Druck dann nicht so an der Stelle, das verteilt sich gleichmäßiger, hat dann dafür aber wieder den Nachteil, dass man halt beim Gehen schon so ein bisschen ein Sohlengefühl unter dem Fuß hat oder zumindest ich es habe. So, das waren die drei, die sich jetzt den Platz 1 teilen. Was kommt als nächstes? Muss ich den richtigen Schuh finden. Das ist der Soulrunner, der Hati Black. Der ist wirklich auch sehr angenehm zu tragen. Du hast vorne viel Platz, du hast hier hoch viel Platz, der trägt sich auch ein bisschen höheren Riss an dem einen Fuß. Wirklich sehr, sehr gut. Schwierig ist, er ist höher natürlich geschnitten, dadurch muss man beim Binden immer ein bisschen weiter nach unten und ich muss sagen, diese Schnürsenkel laufen auch nicht so besonders gut hier durch. Also man muss immer die Schuhbänder
der Reihe nach wirklich nach unten komplett aufmachen, weil die von oben nämlich gar nicht nachrutschen. Und wie man hier auch sieht, also beim Ein- und Ausstieg, vor allem beim Aussteigen, geht meistens hier oben an der Öse das Schuhband raus. Das kann einen stören, muss einen nicht stören. Man braucht halt 10 Sekunden länger zum Schnürsenkel binden. Nicht weiter schlimm, aber ist natürlich auch dem geschuldet, dass er etwas höher geschnitten ist. Innen drin, wie schon so oft gesagt, total flauschig, total angenehm zu tragen. So, weiter geht's mit dem nächsten Kandidaten. Das ist der nächste Soul Runner, der Surtur nämlich. Der sitzt gut, ist prima zum Wandern, ist halt innen eher ein bisschen fester. Wenn man eine zu dünne Socke anhat, dann merkt man schon, naja, der ist jetzt nicht der Fußschmeichler, das ist aber absolut in Ordnung. Zum Wandern hat man eh Wandersocken an normalerweise oder was ähnliches, ein bisschen dickere Socken. Zum Binden ist der sehr, sehr gut. Hier oben kann es zwar auch aus der Öse rausgehen, aber diese Schnürung hier unten, wo man meint, die läuft nicht so gut, die läuft also wirklich sehr gut durch. Da muss ich ganz ehrlich sagen, muss man auch unten gar nicht großartig nachschnüren, wenn man oben zumacht, vielleicht ein bisschen, je nachdem, wie weit man halt aufgemacht hat, um aussteigen zu können. Interessant dabei, der rechte Schuh, der war mir, weil da mein Riss ein bisschen ist, am Anfang hier so ein bisschen eng, hat sich inzwischen total gelegt, nachdem ich den öfter anhatte, so nach, sagen wir, den ersten 5-6 Mal tragen, war das vorbei. Der ist hier halt ein bisschen enger geschnitten, also wenn man einen sehr hohen Riss hat, muss man den Schuh auf jeden Fall probieren, sollte man schauen, ob einem der passt. Ich habe keine Probleme jetzt damit, übrigens Autofahren, weil mir fällt es gerade ein, ist natürlich mit der Sohle gar kein Thema, da spürst du zwar durch, dass ein Druck da ist, aber ansonsten auch nix. Nächster Schuh in der Runde, wo ist er? Muss ich den richtigen erwischen? Das ist der Bilenka, der Winter 2.0. Ganz angenehmer Schuh, natürlich total flauschig zum Tragen. Was bei dem natürlich ist das Gehgefühl, man tritt mit dem, wie auch mit dem Surtur, da hat man nur den leichten Trend, aber beim Bilenka hat man schon den Trend, dass man, wenn man nicht aufpasst, einfach über die Ferse geht. Das ist, wenn du im Büro von einem zum anderen gehst, gar kein Problem. Nur wenn du draußen länger gehst, merkst du ganz schnell, Moment, ich muss auch mit diesem Schuh ja möglichst glatt oder mit dem Vorderfuß zumindest auftreten. Bei den Schuhen, bei den beiden Bilenkas, bin ich immer so ein bisschen völlig unabsichtlich mehr über die Ferse gegangen wie bei allen anderen Schuhen. Liegt einfach wahrscheinlich an dieser etwas dickeren, festeren Sohle, würde ich mal sagen. Ansonsten trägt sich toll. Ich habe mir eigentlich gedacht, dass durch die Ösen hier oben, das so oben dann schön zu binden, aber hier unten, die laufen nicht ganz so gut durch die Ösen. Das ist ganz komisch, weiß ich gar nicht warum. Vielleicht einfach durch das Leder, weil die an dem Leder dann so ein bisschen entlang schnappen. Mein oben zum Binden total gut. Unten muss man ein bisschen schön wie halt bei so einem Stiefel nachziehen, was in Ordnung ist. Aber jetzt im Vergleich zum Beispiel zum Leguano ein bisschen aufwendiger zum Schnüren. So, letzter Schuh in der Runde jetzt von der Wertung her ist dann der Nevada Neo. Der ist eigentlich sehr gut zum Schnüren, weil wir da gerade aufgehört haben damit, weil es sind schöne Metallösen, das ist so ein eher sportliches Band, das also auch relativ gut gleitet. Bei dem habe ich eigentlich eher so das Problem, dass ich da das Gefühl habe, dass meine Zehen nicht so gut drin Platz haben. Vielleicht müsste ich bei dem eine Nummer größer nehmen. Also eigentlich ist der Abstand vorne alles groß genug, aber irgendwie, das ist wirklich nur so ein Gefühl, die kommen sich ein bisschen eingesperrter von oben hervor. Das mag auch an dem relativ harten Leder hier liegen. Also es ist natürlich überhaupt nicht das Problem, aber dadurch, dass es halt innen ein komplett Lederschuh ist, fühlt sich der am Fuß nicht schmeichlerisch an, sondern fühlt sich eher hart an im Vergleich zu allen anderen. Daher eher, ich möchte nicht sagen unangenehm, aber ungewohnt, wenn man ansonsten während über Wochen, über Monate hinweg eigentlich nur andere Barfußschuhe trägt, also so wie ich. Ich glaube, ich habe so meine Ons oder so, die habe ich alle paar Wochen mal an oder meinen normalen Lederschuh, wenn ich wirklich wohin muss, wo ein Anzug oder was ähnliches angezogen werden sollte, dann gehe ich natürlich nicht mit den Barfußschuhen hin. Aber ansonsten in der Freizeit oder wenn ich sonst unterwegs bin, immer irgendein Barfußschuh. Das ist mir bei dem halt aufgefallen. Der fühlt sich am härtesten am Fuß an. Deshalb ist er da ein bisschen, schneidet er minimal schlechter ab als die anderen, muss man sagen. Autofahren natürlich überhaupt kein Problem mit den so bei beiden Bilenkas nicht. Und auch hier muss ich sagen, auch bei dem, die Gefahr, dass man einfach etwas mehr, als man eigentlich möchte, über die Ferse geht, die habe ich auch bei dem. So viel heute zum Thema Komfort allgemein vom Schuh. Was haben wir noch als Thema?
Herbst- und Wintereignung kommt noch, ne? Was machen wir das nächste Mal? Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst einen Kommentar. Daumen nach oben. Freut mich auch. Wenn ihr Kritik habt, schreibt es rein. Ihr kriegt eine Antwort dazu. Es würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Servus und ciao, ciao.